hoch. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Seht sie euch an, die Parade der Affen, ist das nicht wunderschön? Super ist das. Und es werden mehr, kann ich an der Stelle noch sagen. So, ich sitze nämlich auch gerade auf einem Affen. Ich habe nämlich jetzt was vor. Es ist nämlich etwas Witziges passiert. Als ich hier offscreen gespielt habe, habe ich festgestellt, dass sich da hinten ein Karno verbuggt hat. Ja, im Baum. Und ich würde sagen, da mir ja schon öfters gesagt wurde, ich soll mal einen größeren Fleischfresser zähmen, ja, habe ich mir gedacht, okay, nehme ich das doch mal als Gelegenheit, mal meinen ersten großen Fleischfresser in Ark zu zähmen. Das heißt, wir verlassen jetzt hier die Base. Ich habe mich übrigens auch gut vorbereitet. Ich habe hier im Affen ganz viel Fleisch und ganz viele Narkopfeile habe ich auch gecraftet. Und da gehen wir jetzt zum Karno. Ich hoffe, das klappt, ey. Das wäre so geil. So, nach links gucken, nach rechts gucken, wie man das so macht. Bevor man den Fluss überquert, könnte ja irgendwie sein, dass irgendwie was Großes von links oder rechts kommt. Ah ja, seht ihr? Er kann sich nicht bewegen. Er hängt irgendwie da in diesem Geäst drinne. Das ist natürlich super. Ihr seht es, er ist heiß auf mich. Er ist total heiß auf mich. Er mag mich. Er will mich haben. Aber er kann mich nicht haben. So, machen wir mal den Hut an. So. Die Narkopfeile sind geladen. Und schießen. Hahaha. Ist das geil oder ist das geil? Man muss halt Glück haben. Man muss halt auf die richtige Gelegenheit warten, kann ich dann noch sagen. Es ist nur die Frage, wie viele braucht der? Weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so gut ist, in den Kopf zu schießen. Weil dann kriegt er, glaube ich, mehr Schaden von den Pfeilen. Oh, er ist schon... Wow, das ging aber schnell, okay. Nicht schlecht. So, du Sack. Dann will ich dich mal vollstopfen. Goldo, dich mache ich jetzt mal von passiv auf neutral, damit du dich wehrst. Oder falls hier irgendwie was kommt und uns angreift, dann kannst du nämlich dich damit rumschlagen. Und dir stopfe ich mal ordentlich was rein hier. Oh, ich habe die Narcotics vergessen, sehe ich gerade. Dann sollte ich nochmal zurückreiten. Komm, Goldo, das machen wir mal schnell noch. Der wird ja hier hoffentlich jetzt nicht von irgendwas angegriffen, oder? Der wird ja jetzt nicht hier irgendwie gefressen oder so. Aber es geht ja ganz schnell. Es ist ja gleich nebenan hier. Es ist ja quasi direkt in der Nachbarschaft, ja? Ist das geil. Das wird mein erster großer Fleischfresser. Also mein erster Fleischfresser ist es ja nicht, weil ich habe ja den Raptor schon. Aber es wird mein erster richtig großer Fleischfresser. So, Moment. Die Narcotics, die waren hier hinten aus dem Weg. Hier im Mörser. Nehmen wir mal den 100er Stack. Das sollte doch ausreichen, oder? Zähmgeschwindigkeit ist ja auf fünffach hochgedreht von mir. Also, damit das ein bisschen schneller geht, damit wir hier nicht jahrelang warten, bis der gezähmt ist. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht auch mal ganz nett, das onscreen zu machen. Weil er dann auch seht, wie das zustande kam. Dass ich ihn da quasi... Im Prinzip muss es so abgelaufen sein, ich bin wahrscheinlich am Strand lang geritten mit meinem Affen, weil ich hier irgendwie Trilobiten jagen wollte gerade. Und dann muss er irgendwie mich gesehen haben und hat sich da irgendwie, als er auf mich zukam, in diesem Ast verfangen da unten. Ist natürlich super. Ja. So mögen wir das. Gut, und jetzt kann er sich hier in Ruhe satt fressen. Der hat noch nicht einmal gefressen, was ist denn das? Ach ja, mir hat ja auch jemand einen Tipp gegeben, von wegen, ich soll bei Fleischfressern warten, bis die wirklich richtig viel Hunger haben und dann erst das Fleisch reintun. Hm. Moment. Jetzt hat er gefressen, Moment. Wie viel hat es denn gebracht? Ja gut, das geht eigentlich relativ schnell, oder? Das einzige Problem ist halt, der Abstand zwischen den Fressphasen ist halt ziemlich... groß, so wie es aussieht. Okay, passt auf. Wir machen mal ein Experiment jetzt, ja? Wir machen jetzt mal ein Experiment. Ich leg mal nichts rein. So, ich mach das jetzt. Ich probiere das jetzt mal aus. Ja, derjenige, der den Tipp geschrieben hat, der wird das ja sicherlich auch mal getestet haben, ja? Ich vertraue diesemjenigen jetzt einfach mal. Wir machen das jetzt so. Ich packe jetzt erstmal kein Fleisch ins Inventar. Ich warte jetzt, bis seine Hungerleiste hier
ein bisschen nach unten gegangen ist. Und dann lege ich das Fleisch erst rein. Dann schauen wir mal, ob das schneller geht. Eigentlich, also wenn ich jetzt nach der Logik gehe, ja, dürfte das ja nicht schneller sein. Weil im Endeffekt, es ist ja so, diese Hungerleiste, die fällt ja konstant, mit einer konstanten Geschwindigkeit ab. Ja, also der Hungerwert von ihm hier, dieser Wert, der fällt ja. Und das wird ja nicht schneller, das fällt ja immer konstant. Ja. Und wenn der Wert halt unter einem bestimmten Wert gesunken ist, so habe ich das zumindest verstanden, dann frisst der was. So, also irgendwie um 50. Wenn der irgendwie um 50 gefallen ist, der Wert, dann frisst er was. So, das heißt, ob ich jetzt warte, bis der Wert, keine Ahnung, um 5 mal 50 gefallen ist und ihm dann was reinstopfe, oder ob der das gleich ist, wenn der Wert um 50 gefallen ist, ist, glaube ich, von der Zeit her relativ irrelevant. Der Wert braucht ja trotzdem eine festgesetzte Zeit, um halt um einen bestimmten Wert zu fallen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist halt, das ist halt so eine Sache. Okay, dadurch, dass ich jetzt natürlich das Futter rausgenommen habe, hat er jetzt natürlich seine Zähmleiste wieder verloren. Hm. Man weiß es nicht. Ich weiß da ehrlich gesagt nicht genau, was da jetzt besser ist oder schneller geht. Also eins weiß ich mit Sicherheit, ja, wenn man die Zähmgeschwindigkeit auf dem Server hochdreht, dann geht es definitiv schneller. So viel kann ich sagen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann. Und darf ich mal sagen, dass die echt hässlich sind? Also ich weiß nicht, ich finde die irgendwie gruselig. Ich weiß auch, früher gab es ja diese Dinosaurier-Hefte, ja. Und da war der auch mal auf dem Cover drauf. Und ich weiß noch, dass ich das Cover richtig gruselig fand, wo da drauf war, der Carno. Also ich finde die sehen am gruseligsten aus von allen Sauriern irgendwie. Ich finde, die sehen noch gruseliger aus als der T-Rex, der ja viel größer ist eigentlich. Das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, so diese Augen und diese Hörner. Es ist schon, also dem möchtest du nicht im Dunkeln im Fahrstuhl begegnen, ne? So. Das ist schon echt ein bisschen prickelnd. Eigentlich möchte ich den gar nicht haben. Ich möchte eigentlich lieber noch einen Affen haben. Gebt mir noch einen Affen, bitte. So, ich weiß vor allem auch gar nicht, wie lange ich warten muss, bis ich dem jetzt hier was reinstopfen kann wieder. Wir lassen den Wert mal unter 2300 fallen. Und dann stecke ich ihm mal Fleisch rein. Und dann bin ich mal gespannt, ob er zweimal hintereinander frisst. Aber ich habe jetzt keine Lust zu warten, bis der Wert hier komplett unten ist. Das dauert ja ewig. Das dauert ja genauso lange, wie wenn der sofort gezähmt werden würde. So, Goldo, du kannst mir mal bitte Fleisch geben. Ah, komm, das schmeißen wir jetzt hier weg. So, da ist es hingeflogen. Okay. Also, der Wert ist gleich unter 2300. Das sind dann 2x50, ne? Ja, das sind dann 2x50. Das heißt, er müsste dann 2x fressen. Theoretisch. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich muss hier mal ein bisschen paranoid in die Gegend gucken, weil wenn der Kano hier spawnen kann, dann können hier auch Raptoren spawnen. Und das ist natürlich dann nicht so gut. Muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man hier nicht in den Hinterhalt gerät. Beim Zähmen. Der Wert ist... Jetzt ist er. Okay, dann geben wir ihm mal Fleisch. Okay, er hat einmal gefressen und zweimal. Er hat direkt nochmal gefressen. Okay. Er hat direkt zwei gefressen. Jetzt checke ich das. Er frisst mit einem Haps gleich zweimal Fleisch. Und dadurch steigt die Zähmleiste schneller. Okay, ja, gut, alles klar. Es funktioniert also anscheinend doch. Also es gibt eine gewisse Zeitersparnis. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, je größer das Vieh ist und desto höher der Level ist, desto besser ist es. Ja. Schneller geht's dann. Aber ich weiß nicht, sinkt dann nicht eigentlich auch die Effectiveness, wenn man das macht? Hm. Nichts Genaues weiß man nicht. Goldo, komm mal her. Achso, ich habe ja schon die Narcotics rausgenommen. Alles klar. So. Und damit die Effectiveness nicht zu sehr sinkt, würde ich sagen, füttern wir ihm erst Narcotics, wenn die Leiste wieder beim U angekommen ist. Also die Unconscious-Leiste, wenn die beim vorderen U ist, beim Anfangs-U, beim Anfangsbuchstaben. Ich glaube, das ist okay. So, jetzt gucke ich mal ganz schnell hier so ein bisschen in der Gegend rum, ob hier irgendwas Gefährliches ist.
Irgendwelche Raptoren oder so? Nö, es sieht friedlich aus. Ich sehe nicht mal die los. Hey, wartet mal, da hinten ist ein Trilobit. Den muss ich mir holen. Die Trilobiten, die brauche ich. Die sind wichtig. Ich habe nämlich schon auch ein bisschen angefangen, Zementingpaste zu machen und so. Damit wir dann auch möglichst schnell die Metallsachen craften können. Mir wurde mehrfach gesagt von so 3-4 Leuten, ich soll doch mal die Waffen freischalten. Die Schusswaffen. Aber ich sag mir ganz ehrlich, ich gehe da von der Jurassic Park Logik aus. Jeder, der irgendwie Schusswaffen in Jurassic Park getragen hat, hat ziemlich schnell das Zeitliche gesegnet, ja. Und deshalb lege ich da eigentlich keinen Wert drauf. Weil ich meine, es ist ein Dino-Spiel, hier kann man Dinos zähmen. Ich will hier nicht wie in einem Ego-Shooter rumlaufen. Jetzt friert gerade das Spiel ein und rächt sich an mir. Also ich sag ganz ehrlich, das ist kein Ego-Shooter hier und ich möchte ja eigentlich nicht mit Waffen rumlaufen. Ja. Ich finde sie auch überflüssig, weil im Endeffekt, für was zähme ich mir denn eine Affenarmee? Doch nicht, damit ich dann alles mit einer Maschinenpistole über den Haufen schießen kann, was mir begegnet. Also, ich weiß nicht. Da verlasse ich mich dann lieber auf meine Tiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und außerdem muss man dazu auch sagen, die Waffen verschlingen unglaublich viele Engram Points. Ja, man muss in die Waffen Engram Points stecken und ich glaube, selbst wenn ich aufs maximale Level mich hocharbeite, selbst dann kann ich nicht alles freischalten mit den Engram Points. Das heißt, es gibt Dinge, auf die ich so oder so verzichten muss. Das heißt, ja, ich werde die Engram Points garantiert nicht in die Waffen stecken, weil ich möchte vor allem auch bauen und zähmen und dazu brauche ich die Sättel. Die Sättel verschlingen auch viele Engram Points. Genauso wie die Metallteile und das alles. Und auch die Elektroinstallation verschlingt viel Engram Points. Das heißt, ich werde keine Schusswaffen freischalten, auch keine Granaten. Ja, das kann ich an der Stelle gleich mal ankündigen. Ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn, weil, ich meine, so wie ich das sehe, die Waffen sind vor allem wegen dem PvP drin. Aber das ist ja hier kein PvP. Ich meine, das ist ja hier Player versus Dino und nicht Player versus Player, was ich hier mache. Deshalb sehe ich das gerade nicht so irgendwie. Ich sehe hier keinen Sinn, Waffen zu haben. Ja. Also, das tut mir leid, dass ich da jetzt alle Waffenfans da draußen enttäuschen muss, aber ich werde definitiv keine Waffen freischalten. So. Und noch was anderes, ein anderer cooler Hinweis, den ich noch habe an der Stelle, wo mir das hier gerade so einfällt. Soma müsste jetzt schon angefangen haben, das Let's Play. Da müsstet ihr jetzt schon entweder gestern oder heute die erste Folge sehen können. Die müsste schon am Start sein. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, habe ich das noch nicht gespielt. Ich bin aber saumäßig gespannt auf das Spiel. Es ist ein Horrorspiel von den Amnesia-Machern. Und ja, ich werde wahrscheinlich mich vor Angst kringeln. Das wird sehr lustig, glaube ich. Könnt ihr mal reingucken. Vielleicht verlinke ich es hier auch nochmal an der Stelle. So, wie sieht es denn aus? Wie geht's dem Patienten? Och, da geht noch was. Dauert natürlich wieder ein bisschen. Obwohl die Zähmgeschwindigkeit auf 5-fach gedreht ist. Warum sollte es auch schnell gehen? Warum sollte es auch schnell gehen? Er ist ein bisschen niedriges Level. Level 10 ist ein bisschen niedrig. Naja, man kann nicht alles haben. Dann machen wir eben mal wieder 2 20-Minuten-Folgen. Dann müssten wir das in der nächsten Folge dann eigentlich auch geschafft haben, schätze ich mal. Boah, was war das hier gerade für ein Frame-Einbruch? Man kann seine Dinos ja jetzt auch bemalen. Ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht mal ausprobiere. Da werden wahrscheinlich jetzt einige sagen, ja, Waffen will er nicht freischalten, aber die Farben und die Pinsel, die will er freischalten, da will er Engram Points drauf verschwenden. Ja, weil man da schöne Sachen gestalten kann. Ich möchte jetzt hier, warum gibt es denn hier jetzt keine Trilobiten? Ich möchte jetzt hier mal 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Möchte gerne Trilobiten haben hier, die hier mal mir über den Weg laufen. Solange der Patient hier noch liegt. Kann ich eigentlich einen Sattel craften schon? Bestimmt. Level 35, gucken wir mal. Ichthyosaurus. Raptor. Wo? Sattel. Carbonemis. Dedicurus. Sarko. Sarko ist das Krokodil, ne? Mammut.
Hä? Hab ich den Kanosattel jetzt übersehen? Es kann doch nicht sein, dass der so spät kommt. Den habe ich bestimmt übersehen. Ich habe mich übrigens, wie ihr sehen könnt, auf Level 40 hochgearbeitet. Ja. Ist der Kano echt so spät, der Sattel, dass man den so spät kriegt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist ja komisch. Da müsste der dann aber bei Level 45 auf jeden Fall dabei sein. Da müsste das einer von den beiden hier sein, von den beiden Sätteln. Das dauert ja ewig, alter Schwede. Ist der, so mächtig ist der doch gar nicht, oder? Ist doch nur so, naja gut, es ist so ein Mini-T-Rex und er ist relativ schnell auch, ne? Ja gut, dann kann das natürlich sein, ne? Dann ergibt das sogar Sinn, dass man den erst so spät bekommt. Aber irgendwie schade, ich hatte jetzt so ein bisschen gehofft, ich könnte den jetzt gleich reiten hier, wenn der gezähmt ist. Ist ja doof. Egal, da haben wir den schon mal auf Tasch, würde ich sagen. Was man hat, das hat man. Und manchmal hat's einen. Kleine Pupillen hat er. Sieht schon irgendwie fies aus, wenn ich das mal sagen darf. So, ich warte jetzt mal noch, bis der jetzt hier wieder Narcotics braucht. Es ist ja bald wieder soweit. Ist ja bald beim U angekommen. Dann müsste die Zähmleiste auch so ungefähr auf der Hälfte angekommen sein. Und dann würde ich sagen, ist die Folge zu Ende. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge damit. Und wenn der dann hier wieder richtig betäubt ist, dann mache ich mal eine kleine Tour hier in der Gegend und versuche mal ein paar Sachen zu töten, die mir vielleicht nützlich sind. Vielleicht finde ich ja auch noch ein paar Trilobiten und so. Mal schauen. Aber noch ist er nicht so weit. Noch ist er nicht auf der Hälfte, auf der gezähmten Hälfte. Komm, friss mal. Was? Ach, du warst das. Kack doch nicht einfach hier hinter mir. Ich denke, hinter mir passiert irgendwas. Friss. Komm. Los. Los. Tu es. Komm schon. Friss. Jetzt könnte man den Stier schön bei den Hörnern packen. Carnotaurus heißt ja irgendwie auch gehörnter Stier oder so. Oder fleischfressender Stier. Fleischfressender Stier hieß das, genau. Carnotaurus. Weil Kano ist ja Carnivore, ist Fleischfresser und Taurus ist der Stier. Fleischfressender Stier. Und hier sehen wir, wie er Fleisch frisst. Ist das nicht schön? So, und jetzt ich fütter dem mal 10 Dinger. Das müsste eigentlich reichen. Gucken wir mal, wie weit das hochgeht. Aber ich würde sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Schaut bitte noch in das Amnesia-Let's Play. In das Amnesia-Let's Play. So ein dummes in das Soma Let's Play rein, ja, das wäre mir sehr wichtig, dass ihr da mal wenigstens reinschaut, ob mal schaut, ob es was für euch ist oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.